So, da sind wir auch schon wieder. Heute mit einer ganz besonderen Folge, mit der Folge, hey, wir holen mal auf die Sachen, die wir noch brauchen. So, nämlich, wir müssen hier in den Warp rein, der hier uns erwartet, denn wir haben noch einige Sachen, die wir noch holen müssen. Die beste Magie muss ich nochmal in die Torture Chamber, habe ich herausgefunden, denn die beste Magie ist das, was der Typ hatte. So, Windy Ruins müssen wir. Weil ich will nämlich heute das Vortex Prisma machen. So, und wir müssen hier hoch. Genau. Ich bin nur falsch gesprungen. Muss auf die andere Seite. Oh. Okay. Aha. Ah, Mega Man, ich sehe schon. Komm, komm. Genau. Hä? Hä? Oh! Wo muss ich denn da hinspringen? Hoppala. Ich glaube, von der Seite ist das besser, weil wir eh von hier oben müssen. So. Okay, nochmal. Eins. Zwei. Drei. Was war... Oh! Was war das? Hä? Okay, vielleicht müssen wir einfach nur links... Oh! Hoch. Jetzt habe ich nicht gespeichert. Ist ja aber auch nicht schlimm. So. Aber ich würde gerne diesen Vortex-Turm oder diesen Kristallturm hinter mir haben. Weil dann da drin sind einige Bosse. Und ein Elixier, was uns nochmal 5 Lebenspunkte gibt. Windy Ruins. Aber stirb. Au. So. Ah. So. Oh. Ah, okay. Wow, das geht komplett runter. Okay. Ein zu früh. Ja. Okay. Okay. Oh. Okay. Wind. Oh. Ja. Oh. Okay. Ah, nicht in die Spieße fallen, das will ich vermeiden. Okay. Ach, mein Gott, nee. So, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Nein, ich muss da echt komplett an die Seite. Anders kann ich dann mir nicht vorstellen. Boah, da habe ich Angst, in die Spieße zu fallen. Ja. Mein Gott, nee. Aber immerhin, wir haben jetzt dieses Ding. Jetzt gehen wir zurück. Wir müssen aber aufpassen, denn wir sind ja auch noch... Nein! Die Spieße. Ah. Ich glaube, ich speichere zuerst mal ab, da wo diese... wo wir uns warpen können. Na komm. Ist halt egal, ob ich getroffen werde. Weil ich habe ja gesagt, wir speichern ab. Wo wir uns warpen können, genau. Und da haben wir zumindest das Vortex-Ding schon mal gesehen. Das Blöde nur, dass man die Items nicht behält. Gut, macht ja auch keinen Sinn. So, für das vorletzte Schwert. Wir haben ja das Bro-Sword, das ist natürlich nicht das Beste. Das vorletzte Schwert. In der Richtung brauchen wir 13.000. Aber... ja, ob das ein Muster ist... Ich will natürlich 100% der Items holen. Das ist das Blöde. Irgendwie verliert man da das ganze Momentum, weil man da anscheinend wohl irgendwo anstößt. Das heißt, wir müssen nur in diesem Screen hier bleiben.
Nein! Ja. Ja. Okay, da sind wir jetzt durchgeglitscht. Keine Ahnung, wie das kam. Jo. Immerhin haben wir das Ding schon mal besiegt. So. Sommer. Gut. Oh, das war knapp. Nein, irgendwie drücke ich zu spät springen, so dass ich, na, da müsste, hätte ich mehr Anlauf nehmen müssen. Nein, da habe ich wieder zu wenig Anlauf. Ich muss ganz nah rechts einmal an diesem Block, damit ich den Schwung vom Wind habe, um so überhaupt so weiterzukommen. So. Hey, hey, hey! Super, ich kann mich nicht bewegen. Glitch, 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 Glitch. Super. Also ich war eigentlich drin, habe aber sozusagen die ganze, oder die eine Sekunde, die man sozusagen braucht, um drin zu sein, in diesem Screen war ich dann nicht. Und dann hat er gedacht, ja okay gut, dann bist du halt nicht drin. Viel Spaß in deinem Tod. Na. Nein. Ja, jetzt klappt schon gar nichts mehr wieder. Ah, ey. Ich das mag. Wäre auch viel zu schön. Deshalb ich da nicht springen kann, obwohl ich die Magie benutzt habe, weiß ich auch nicht. Aber naja. Ist ja auch nicht schlimm. So. Ich darf nur nicht vergessen, dass hier auch noch immer die Spikes sind, weil persönlich scheint das mir sehr vergessen zu sein. So, ganz nach rechts. So. Da. Nehmen. Aufpassen. Genau. Ah! Genau. Das war meine Angst, dass ich da unten auf die Spieße falle. So. Ab in das Warp-Ding. Töchchen. Ab in den Kristallturm, der sich jetzt hier erheben wird. Ach ja. Und hier sind, soweit ich weiß, drei Bosskämpfe drin. Also dreimal, dass wir zusätzliche Energie bekommen können, plus einen der besten Zauber und in der Richtung wird das sehr interessant. So, einmal speichern. Ich werde einen versuchen, jeden Boss nach dem nächsten zu besiegen und dann natürlich immer speichern. Okay, die geht nicht auf. Das heißt, wir müssen zuerst mal den ganzen Turm hier besiegen. In der Richtung. Da. Oh, oh. Jo. Okay. Jetzt fängt... Es wird hier definitiv anfangen. Ah! Okay. Es wird hier definitiv hier anfangen, dass wir bei Bossen auch sterben. Weil die sind dementsprechend doch schon stark. Warte mal, der scheint mir so geisterhaft zu sein. Nehmen wir dann einfach diesen C-Schock oder was da auch immer ist. Magic, genau den da. Weil der scheint mir ja doch so ein bisschen wie so ein Geist zu sein. Oh! Ah ja. Nein! Ach so, man kann ihn nur angreifen, wenn er so runter geht. Oh. Oh. Komm doch runter hier. So ist das also. Oh.
Komm mal runter. Ah, okay. Hä? Also wir müssen ihn immer an dem Gesicht erwischen. Das ist es. So. Deshalb klappt auch nur Magie, die sozusagen stehen bleibt. Da. Und da er sozusagen da nur reingeht. Nur die Magie können wir benutzen. Also haben... die richtige entschieden. Er macht aber ganz schön viel Schaden. Er muss immer in die Magie rein. Mit seinem Gesicht da. Nein! Ah, ich muss wissen, wann er sich immer umdreht. Welche Magie geht denn irgendwo drum? Hey, mir fällt gerade ein, mir fehlt noch eine Magie hier. Explosion wäre hier noch. Mir fehlt einiges an Magie. Muss ich auch nochmal gucken, wo man die herbekommt. Ich habe hier den Guide rechts auf, aber ich weiß natürlich, einiges habe ich mir gemerkt. Einiges natürlich nicht. Na, müssen wir aufpassen. Genau, da ist er. Komm runter. Hey, hey, komm runter. Okay, dann wird das einfach ein Zeitkampf sein, wenn wir versuchen, den hier immer... Oh, genau. Ich vergesse das immer, dass es da immer so komisch runtergeht. So, da erkennt man das, aber dass er hier immer mal stoppt, weil er ja nicht zum Ausgang geht. Das ist das, da, weil er meistens ist er da nach unten. Hier, nimm das. So. So. Und jetzt gehe ich schon mal drunter. Nein! Weshalb falle ich immer auf den gleichen Trick rein? So. 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 Und jetzt kommt er nämlich schon zurück. Ja, das ist das, was ich immer vergessen habe. In der Ecke bin ich hier sicher. So. Komm her. Ich werde dich noch killen. So, und jetzt dreht er sich nämlich wieder um. So, und jetzt dreht er sich wieder um. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Viel Spaß mit der Kugel. So. Jetzt dreht sie sich wieder um. Oh! Diesmal nicht. Hat ein bisschen länger gebraucht. So. Komm her. Noch einmal. So. Jetzt dreht sie sich da wieder um. So. Oh. Das war ganz knapp. Aber naja. Manchmal ist das so. Ui, 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 ui. Hallöchen. So. Und zack. Und komm her. Komm her. Und viel Spaß damit. Yay. Geht doch. Zweimal gestorben, nur um die richtige Taktik zu finden. Das war natürlich mein Fehler. Und das Wichtigste, was man überhaupt immer machen sollte, ist zuerst mal dafür sorgen, dass man an jedem Boss speichert. So, damit haben wir den ersten Kristall besiegt. So wie man sieht, ist er kaputt. Und wir können weiter in den Turm hinaufklettern. Ich komme gleich wieder. Ich guck mal, ob es... Ne, gar nicht, obwohl... ja, behalten wir einfach den C-Schock. Na, hier haben wir sogar noch einen eigenen Speicherpunkt. So. Wir müssen jetzt hier rechts gegen einen kämpfen. Da sehen wir auch schon, was das für ein Boss ist. Der erinnert... Oh, links. Können wir nicht mehr durch. Der erinnert mich sehr stark an einen Mega Man-Boss. Oh. Oh. Ja. Und jetzt fallen die Dinger von oben. Ja. Oh. Oh, okay. Wir haben keine Chance, mit dem Magieschaden zu machen. Okay. Jetzt kommen die drei Dinger wieder. 1, 2, 3. Oder nicht? 1, 2, 3. Oh, oh. Oh, lange Zeit nicht mehr mit dem Schwert gekämpft, so in der Richtung. Oh, oh. Nein! Wow! Okay, jetzt können wir das vergessen, den noch zu kriegen. Okay, wenn er... blinkt, macht er genau die Dinger. Ja, okay.
Definitiv eine andere Magie, nur welche jetzt? Magic Gale Wind könnte sein. So, den mal. Nein, verdammt. Wir müssen das Wind schon auch ein bisschen mit Anlauf machen. Ah. Da habe ich das letzte Mal gerade so perfekt geschafft in einem Zug. So. Ja, das geht durch. Okay, da haben wir schon mal was. Ah! Ich glaube, wir haben unsere Magie gefunden. Yeah! Yeah! Gut, nein, das können wir natürlich nicht immer machen. So mit dem hier stehen bleiben. So, ich bin lieber manövrierfähig. Und hau so lieber ab, bevor ich da irgendwie zu viel Schaden nehme. Und jetzt gleich blinkt er wieder weiß, genau. Dann gibt's das wieder. Oh nein! Er war tot! Er war tot! Habt ihr das nicht mitbekommen? Ah, er war tot eigentlich schon. Ich hätte nicht so oft da vorne stehen bleiben sollen und wie so ein Wilder hauen sollen. Klar, macht dann natürlich Spaß, aber ich glaube, das sollte man doch lassen, wenn man vielleicht die beste Rüstung und das beste Schwert hat. Okay. Oh, oh! So, jetzt aber! Jetzt! Schnell! Oh, Glück gehabt. So. Das war sehr knapp, weil der eine hat mich noch getroffen. Das Gute war einfach nur, dass der 2 abzieht und ich sozusagen 1 HP noch über hatte. Okay. Speichern. Jetzt kommen wir gegen den letzten Boss. Der sich ganz oben im Turm versteckt. Der die beste Magie hat? Weiß ich gar nicht. Hey, was ist das denn? Okay. Eine gewisse Anzahl Coins. Das ist gut. Dann können wir uns nämlich auch das Schwert kaufen. So, genau. Oh. Oh nein! Jetzt weiß ich, was das hier ist. Genau. Die Schneeflocken kommen hier. Und man muss achten, wo die Schneeflocken verschwinden und wo nicht. Oh je, Mine. Okay. Ach so. Wow. Hier hinten. Oh, und jetzt müssen wir noch... Oh mein Gott. Genau. Willkommen. Du. Ich bin der... Dimensionale Wächter X. Ich bin ein Fabrikat zwischen den Dimensionen und zwischen der dunklen Energie hin und her gerissen. Ich bin in diesen Turm gebunden. Aber ich kann dir ein sehr starkes, also richtig kraftvolles Geschenk geben. Aber zuerst mal müssen wir kämpfen. Okay. Okay. Wow! Wenn die Dinger auf den Boden kommen, verwandelt sich da was, oder wie? Oh nein, das ist eine Träne! Wenn so eine Träne da rauskommt, aus seinem Ding. Wow, da war sie. Okay, das mit dem Wind müssen wir besser timen. Wow, genau. Müssen eigentlich zuerst mal den Wind hier setzen und dann dazwischen durchrennen. Und dann haben wir nämlich die Chance noch, den ab und zu mal... Wow, den Treffer zu abbekommen. Wow.
Können aber auch einfach mal nur mit dem Schwert versuchen zu kämpfen. Na. Oh. Nein! Die Träne. Wow. Glaub, meine Magie ist jetzt nicht so die idealste hier. Oh! Okay, aber immerhin. Mit der Taktik von links nach rechts schaffen wir das. Boah, das waren zum Beispiel gute Treffer. Ja. Boah! Das war... Das waren wieder ein paar gute Treffer. Mein Gott, nee. Wow. So, das ist das Einzige, was ich machen kann. An jede Ecke da gehen. Ja. Oh mein Gott, mir tun schon die Finger weh. Oh. Gut, da konnte ich jetzt nichts machen. War da in der Ecke eingeklemmt. Oh! Ich weiß aber auch nicht, ob der noch eine andere Phase hat. Das wird mich sehr zerstören. Wenn jetzt sich herausstellt, dass er noch mehrere Phasen hat. Na, guckt euch mal die Dinge an. Wie viele hier kommen. Ja. Stellt sich heraus, er hat doch mehrere Phasen. Oh, was macht er da? Okay. Ja. Oh. Nein, da war ich eingesperrt. Wie sollte ich da was machen? Okay. Ich versuche das mal mit dem Seeschock. Ja. Jetzt müssen wir den komischen Weg da wieder gehen. Oh. Auf dem Schnee. Genau. Oh. Genau hier. Danach war es hier. Und jetzt. Was da, dann was hier und dann was drüber. So. Genau. Okay, mit dem Ding zu treffen ist natürlich noch mal was anderes. Shit. Wow. Was ist jetzt das echte, was ist das falsche? Okay, wir haben den aber immerhin einmal schon mal getroffen. So, geht das. Also wir müssen an ihm vorbei. Oh. Sozusagen. Und dann danach abschießen. So. Dann können wir den treffen. So. Mach deine Träne. An ihm vorbei. Und Schuss. So in der Richtung. Und das in einem richtigen Winkel. Dann treffen wir ihn auch. Er muss sobald jetzt wieder seine... Genau, seine komische Träne machen.
Aber ich denke, dieser Zauber, den wir haben, wird uns im zweiten Teil definitiv mehr bringen. So, Beine wieder. So. Ja. Genau, die Kriegerträne. Oh, wieso musste das mich treffen, ey? Whoop. Mein Gott, ey, weshalb springe ich da noch rein? Also, ich sehe schwarz. Für diesen Versuch sehe ich... Oh, sehr schwarz! Mein Gott, nee. Nein! Ja. Menü. Oh, shit, jetzt habe ich mich verklickt. Was haben wir eigentlich für Secrets? Zurück, Option. Aber auch nichts. 86% haben wir hier. Nee. Can absorb certain times of... Hier haben wir alles. Hm. Ja gut, dann holen wir zuerst mal die anderen Sachen. Uns fehlen noch ein paar Sachen, nämlich. So, wir wollten ja... Genau, wir müssen hier hin. Warte mal. Ne, hier war Ende. Hm. Wo war das denn nochmal? Irgendwo hier ist das beste Schwert. Ich weiß noch nicht, wo das genau war. Nächster Speicherpunkt. Wo war das denn nochmal? Habe ich was dazwischen vergessen oder so? Es hieß ganz oben, auf dem Turm sollte er sein. Ich muss mal ganz kurz nochmal gucken. Ah, jetzt weiß ich schon. Wir brauchen nämlich eines etwas Besonderes. Nämlich die Magic Summon Falcon. Wir müssen hier ganz nach oben hin. Damit hatte ich schon recht. Aber irgendwo, was macht er dann oder was? Ach ne, gar nicht. Vom ersten Speicherpunkt aus. Hier müssen wir ganz nach oben und dann macht er wohl was. Ja, mal gucken, wo der erste Speicherpunkt ist. Fighte ihn! Doch nicht die Äxte! Oder hast du Angst vor Skeletten oder wie? Hier oder was? Und jetzt? Wo sollen wir hier hochkommen? Falke? Ah, ich sehe schon. Ah, ich sehe schon. Nein, da waren wir zu langsam. So. Perfekt. Oh, ein Goldskelett. Und jetzt?
machst du da? Ja. Was ist hier? Wir sollen ganz nach oben. Was ist denn hier ganz oben? Oder ist das hier gar nicht ganz oben nach dem ersten... Na gut, vielleicht ist das hier nach dem zweiten Speicherpunkt oder sowas. Ah! Oder sowas. Wow. Wow. Ja, piek den doch nicht die ganze Zeit an. Ich weiß, dass das Ding lebendig wird. Wow. Ja, jetzt ist die Frage, ist das überhaupt gut, wenn wir das hier rüber machen? Dann machen wir das einfach ganz anders. Indem wir hochklettern. Wenn wir andersrum gehen. Aber ich weiß nicht, wo... Ah, ich glaube nicht, dass von den Windy Ruins man schneller so zu dem Quarter kommt. Das ist die einzige Sache. Das wäre gut. So in der Richtung. Aber ich glaube nicht, dass das so sein wird. Dass das sozusagen schneller ist. Na egal, wir können es nicht anders machen. Ich möchte gerne das beste Schwert haben. Ah, hier sind wir auch noch gerade an einer Stelle. Da haben wir noch was. Hier ist nämlich auch noch einer von den versteckten Schlüsseln. Genau. Ah, shit. Schnell zurück. Können wir das nochmal? Genau. Shit. Bitte schnell zurück noch einmal. Wir dürfen nur einen bewegen. So. So. Oh, weg da. Das ist einer von drei versteckten Schlüsseln, die man auch noch finden muss. Für diesen komplett Secret Raum, den man gesehen hat, wenn man von dem Kirchturm, von dem Clock Tower springt. Da hat man ja so ein Ding, so ein Löwen. Kopf gesehen und drei Keys und das war jetzt einer von denen und davon braucht man insgesamt drei Stück. So, den Defender haben wir zum Glück besiegt, da können wir einfach so durch und oh, schnell hier rechts. Oh, Glück gehabt. So. Weißt du was, das interessiert mich gar nicht. Wow! Wie, in die Dinger kann man rein? Gut zu wissen. Hier nochmal. Also genau, hier war das, wo man tapfer sein musste. Und sich sozusagen trauen musste, da durchzugehen. Nein! Gut, aber den Key haben wir ja schon mal, ne? Ja. Mann. Ah, Mann. Also mir... Oh, ich glaube, meine Hand, die macht das nicht mehr mit. Ah. Wow.
So, komm mit. Uppa. Hey. So. 1, 2, 3 und schneller. So. Stirb. Gut, speichern. Hoppala. Nein! Das war blöd von mir. Aber ich glaube, wir sind so gut wie bei den Sorcerer Ruins, weil ich kann mich an die Stelle noch so einigermaßen dunkel erinnern und weiß, dass hier dieser komische Knight war, der gekämpft hat. Und wenn wir den Knight besiegt haben, kommen wir, glaube ich, direkt zu den Quarters hier. Genau. Ah, hier müssen wir das kaputt machen, genau. Ah, hier sehe ich schon. Nein. Ah. Okay. Genau, hier. So, und equip. Jetzt müssen wir den Falcon haben. So. Und hier irgendwo müsste was sein. Da, wo ist der Falcon? Genau. Hey, Falke! Oh. Und jetzt? Wow! Jetzt? Ah, okay, wir müssen den immer ins Auge da treffen, oder was? Mein Gott, ist das eine Arbeit, den da oben immer zu treffen. Gut, dass wir unsere Armor haben, dass wenn wir getroffen werden, nicht so viel Schaden erleiden. Mein Gott. Wie viel Energie hat das Ding noch? Frage ich mich jetzt gerade. Und mein Falke, der macht natürlich wieder nichts. Ja, geht doch. Ja, und jetzt? Ich will gar nicht jetzt weiter. Ich will eigentlich zuerst mal speichern. Ach so. Okay. Naja gut. Ich speichere trotzdem. Muss ich den einen nämlich nicht mehr machen. Aber das heißt, ich muss den Falken die ganze Zeit haben. Na, kann ich gleich vergessen. Wieder da drauf springen. Nein! Eine Millisekunde hat mir da gefehlt. Falke. So. Okay. Es ist anscheinend... Wow! Nicht zu Ende. Wow! Falke, greift den Typ mir an. Ich will, dass er stirbt. Wow! Ah, dem Stachel bin ich gut ausgewichen. Nein, aber dem nicht. Das war cheesy.
Cheesy, cheesy, lemon squeezy. So, nochmal. Oh, ich kann den Sprungbutton nicht mehr drücken, ey. Das tut schon alles so weh vom ganzen Springen hier immer. Boah, ey. Ja gut, ich kann mich nicht beschweren. Wir haben das selber hier ausgesucht. Oh. Ja, guck mal, den greift er an. Aber vor Skeletten oder sowas hat er ja Angst. Ah. So. Oh, was macht das Ding? Oh oh. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Spieß runterfallen wird. Nein, doch nicht. So. Super. Weg damit. Oh ja. Nein! Oh. Yes! Speichern, ich kann meinen Falken endlich wegmachen. Nehmen wir das mal. Ah! Hör auf! Ich möchte nur durch. Speedrun! Oh je. Hä? Wo kam die Axt her? Super! Super! Schade mir schon von vorne rein! Was auch immer du bist. Boss Time. Ich sehe das schon. Boss Time. Okay. Irgendwelche Käfer. Oh, was ist das? Kann ich auf den Dingern stehen? Nein. Okay. Ich denke, mit der Magie C-Shock sind wir jetzt nicht so schlecht da. Oder? Nein, 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 nein. Oh, Moment, oh, Moment. Wir haben doch hier dieses Snow-Ding. Wo ist das? That pursues enemy and snow shield. Warte mal, warte mal. Ich möchte einmal das Snow Shield gehen. Wie weit das nach unten geht, wenn ich das jetzt hier einsetzen würde. So. Ich hoffe, dass es mindestens die Pixel da unten treffen werden. Ich hoffe das jetzt einfach mal. Ja. Jetzt ist es mir egal, an den Gegnern bin ich vorbei. So. Opa, da, genau. Das macht nämlich auch die Blöcke hier kaputt. Und ich bin auch vor diesem Anfangsschaden so ein bisschen geschützt. Ja. Oh ja, super. Oh je. Der ist sofort von oben runtergefallen. Oh, da. Wow, super. Oh! Okay. Ich muss es mir anmerken, wenn der Ding da hochkommt. Okay. Ah, genau. Ich wollte mir anmerken, dass wenn das... Oh! Nein. Nein. Nein, nein. Da kann man nichts machen. Wie soll ich dagegen was machen? Kann ich da irgendwas Besonderes machen? Naja. Ich werde das jetzt zuerst mal so lassen. Ich werde mal dann später dazu nochmal zurückkommen. Zuerst mal mache ich eine kurze Pause. Mir tun alle Finger weh. Ich kann da nichts mehr machen. Sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao.